Und damit willkommen zurück zu einem neuen Projekt. Und zwar zu Mass Effect Andromeda. Ja, ne, Mass Effect 3 ist zu Ende. Die komplette Mass Effect Reihe in der Legendary Edition. Und ich habe gesagt, ne, nach Mass Effect 3 kommt im Anschluss Mass Effect Andromeda. Von dem ich absolut nichts weiß. Ich habe schon mal ein paar Einstellungen gemacht. Ich habe gesehen die Steuerung. Man kann springen. Also von daher starten wir doch einen eigenen Charakter. Oh, okay, es lädt erstmal irgendwelche Sachen. Irgendwelche Shader. Hier ist ultra kurz anzeigt. Oh, ein Charakterstein. Ich bin mal gespannt, wie... Ich vermisse ja meinen alten Shepard. Und jetzt werden wir hier irgendeinen erstellen, der Radar heißt. Bin männlich, danke. Zwilling anpassen? Sehen sie nicht anders aus wie ein Zwilling oder passen sie sich selbst an? Okay. Individuelles Aussehen bitte. Oh Gott. Was denn hier? Ich denke mal, ich gehe alleine durch und wir sehen uns am Ende dann wieder, wenn... Naja, ich fertig bin. Dann müsste ich jetzt... Also, ne, das Spiel hat nicht sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich war da... Ne, vorhin vor der Haarfarbe und so alles. Es ist... sieht's. Es hat zwar alles so, okay. Aber wenn man dann zum Bad kommt... Boah, jetzt so mit den Augen ist eher passt, ne? Okay, dann bleiben wir so. So, und dann die Augenfarbe. Warum kann man die so genau machen? Äußere und innere. Aber die Frisur? Sehr, ne, unzufrieden teilweise. So, und jetzt haben wir die Ausbildung. Sicherheitspersonal. Während der Zeit beim Allianzmilitär haben sie so viel wie möglich über Waffen und Taktiken gelernt. Anfangskraft, Betäubungsschuss, verstehst... Okay, das kennen wir ja. Freigeschaltfähigkeiten, Turbolader. Gewährt eine beträchtliche kurzzeitige Verbesserung von Waffenfeuergeschwindigkeit und Thermomagazineffizienz. Kampffitness erhöht Fähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen. Ich werde wahrscheinlich eh sicher jetzt Personal gehen oder Kämpfer. Biotiker. Sie wurden bei der Allianz Militär designierter Biotiker eingesetzt und haben ihre Kameraden mit ihrer Fähigkeit unterstützt, Masseneffektfelder zu kontrollieren. Anfangskraft werfen, freigeschaltete Fähigkeit, Singularität und Barriere. Der Techniker. Als Techniker im Allianzmilitär haben sie gelernt, wie man Drohnen bedient und feindliche Systeme hackt. Überlastung haben wir als Anfang, danach Invasion. Okay. Und Teamunterstützung. Der Anführer. Sie haben sich beim Allianzmilitär als Teamplayer mit Führungsqualitäten erwiesen und in enger Zusammenarbeit mit ihren Kameraden für deren Sicherheit und die Sicherheit anderer gesorgt. Energieentzug, Auslöschung, Teamunterstützung. Der Kämpfer. Wenn es um Kampf kam, waren sie immer als Erster dabei. Meistens im Einklang mit dem Protokoll des Allianzmilitärs, allerdings nicht immer. Sturmangriff. Sie stürzt sich auf Gegner wie ein Komet und stellen beim Aufprall einen Teil ihrer Schilde wieder her. Ihre Zähigkeit und ermöglicht es, mehr Waffen mitzuführen, Sturmangriff sie oben. Okay. Und der Agent. Sie haben im Allianzmilitär das Verhalten bei Geheimmissionen und die dabei von Spezialeinheiten eingesetzte Tech studiert. Konnten dieses Wissen aber von der Andromeda-Initiative nur selten anwenden. Das Kämpferdress klingt auch gut, aber ne, das ist hier mehr Waffen mitzuführen. Ich weiß nicht, was genau das heißen soll. Aber hier, ne, Turbola, das gefällt mir am meisten. So, Name festlegen. Wir sind wieder Hisky. Ein Zwilling wollen wir jetzt nicht anpassen, das übernehmen wir. Vergangenheit anpassen, Mensch, Shepard. Würde ich mich auch ein Iro machen und sagen so, okay, ne, wir sind unter dem, wir haben jetzt einfach die Iro im Gesicht, ne. Unser, ne, Vergangenheit ist natürlich, ne, Vorbild, ne, da stehen wir, ja, dann bestätigen wir und starten wir. Geschichte. Sehr niedrig. Ne, ich denke mal, ich bleib auf normal.
Ich kann. Nee, danke. Gehen wir auf normal. Ja, Spiel starten. Daten zum Aussehen werden exportiert. Aussehen des Charakters wird exportiert, bitte warten Sie. Electronic Arts präsentiert. Eine Bio-Ware-Produktion. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Im Jahr 2185 lebt die Menschheit in einem goldenen Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruinen auf dem Mars brachte unsere Wissenschaftler und technologischen Kenntnisse um Jahrtausende nach vorne. Während viele die neuen Freiheiten und Herausforderungen bei der Erkundung der Milchstraße ausleben, drängt es andere zu noch weiter entfernten Sternen. Für die hunderttausenden Abenteurer, die diese Reise ohne Wiederkehr antreten, beginnt die Zukunft in Andromeda. ...634 Jahre später. Arche Hyperion, Belegung 20.000 menschliche Kolonisten. Andromeda-Galaxie, Zielort Habitat 7 im Helios-Cluster. Ich habe vergessen, Bart. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hierhin sehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Wahl des Throns. Die Wahl des Throns hilft, Ryders Persönlichkeit zu definieren. Emotional, logisch, zwanglos, professionell.
Okay. Und ich habe jetzt davon... Ah. Das wäre professionell und das ist zwanglos. Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? What? Okay, Mann. Okay. Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sicher gehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen, theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Also hat entweder das eine Entscheidung, das eine Entscheidung, wenn ich das Symbol damit errichte. Ich bin voller Tatendrang. Ich bin bereit. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Koffein hat mich schon immer aufgeputscht. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Okay. Irgendwie sagt mir das Spiel direkt X-Error. Alles klar. So, dann wollen wir doch jetzt nochmal, ich bin voller Tatendrang sagen. Ich bin bereit. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Koffein hat mich schon immer aufgeputscht. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Na? Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, hier. Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Okay. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich muss mir das erst ansehen. Und? Gedrückt halten. Ryder. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Gravitationssysteme sind wieder... Und wann kann sie aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Also gibt es anscheinend logische... Also ne, entweder gibt es emotional oder logisch als Option oder... professionell und das andere, was es war. Andere hingegen nicht. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Okay. Man kann... Ja, ich habe ja schon in die Steuerung reingeguckt und man kann eigentlich mit nur Shift drücken und sprinten.
Das ist so schön schnell. Von Sound her sollte alles in Ordnung sein, oder? Die Energieversorgung der Tür ist ausgefallen. Die getroffen hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Ja, dann mach aber doch. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hey, Ward, du kümmerst dich hier. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Da oben. Alles klar. Ryder, versuchen Sie, die ganze Leitung zu scannen. Sie müssen den Defekt finden. Ach, scannen. Es gibt keine Hinweise auf ein... Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Ja. Könnte ich, wenn ich wollte, aber ich will nicht. Ah, ich muss. Okay. Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Das sollte funktionieren. Ich leite die Energie jetzt um. Das Netz stabilisiert sich. Wir sind im grünen Bereich. Das hätte für jeden auf der Kulostation das Ende bedeuten können. Ja, darf ich jetzt hier durch? Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Oh, wie nervig, stell dir mal vor, du bist im echten Leben und willst zu einer Tür gehen, musst du mal an deiner Hand irgendwas dann drücken und damit die Tür aufgeht. Das Abenteuer beginnt. Naja, ich bin mir nicht sicher, ob ihr Vater das auch so sehen wird. Bei einem echten Leben muss man auch die Türklinke runter machen, aber. Oh. Sieht hübsch aus. Hier gibt's also dann die Einstellung. Da muss ich muss später irgendwann mal gucken, also wegen dann, Sound. Bringen Sie uns mal zur Brücke. Wer jetzt so am Anfang sieht es doch relativ in Ordnung aus, wie der Sound ist. Wenn sie reden, sind sie lauter. Ist okay, ich bin auch relativ okay. Muss eigentlich so darauf achten, wenn da dem irgendwas ne, soundmäßig ist oder so, dass ich es dann anpasse. Zumindest hat man hier mehr Einstellungsmöglichkeiten als bei Mass Effect 3, 2 und 1 zusammen. Oder so ähnlich. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Wir? Ich glaube, irgendwas spielt gerade schon wieder ab. Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Ich wusste nicht, dass man am Anfang mit diesem Bildschirm reden kann. Fragen. Okay. Ah, ich verstehe. Numpad. Numpad-Anordnung, okay. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Der derzeitige Pathfinder der Arche Hyperion ist Alec Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt, Specialist Ryder. So viele Ryders. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Vorbehaltlich der finalen Einschätzung des Pathfinder-Teams wurde Habitat 7 als wahrscheinlichster Kandidat für eine Kolonisierung ausgewählt. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist die Arche Hyperion mit der menschlichen Population an Bord. Die salarianische Arche Passero ist im Jahr 2185 aufgebrochen. Im selben Jahr haben auch das Schiff der Asari, die Arche Lucinia sowie die turianische Arche Nathanus die Reise angetreten.
Okay. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios-Cluster eingetroffen. Weitere Missionsdetails sind aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Als Aufklärungsexperte ist es Ihre Aufgabe, die Einschätzung goldener Welten durch Erkundung, Kartierung und wissenschaftliche Analysen zu unterstützen. Ihr derzeitiger Befehl lautet, sich auf der Kommandobrücke zum Dienst zu melden. Ja, ist okay. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kolonisierungsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus als zentraler Anlaufstelle. Die derzeitige Position der Nexus ist unbekannt. Der Status der Außenposten ist unbekannt. Cool. Ich bin Gian Garth, Gründerin der Initiative. Ich halte es für wichtig, dass wir einen Moment innehalten und über die Prinzipien reflektieren, die uns alle zusammengebracht haben. Ja, ziehst du weiter? Am Anfang stand die Vision einer besseren Zukunft. Einer Zukunft, die Sie formen. Das Leben in Andromeda kann alles sein, von dem wir je zu träumen wagten. Und ich bin stolz darauf, dabei helfen zu können, dass diese Träume wahr werden. Schreiben Sie mir ruhig mal. Ich würde gerne erfahren, wie wir vorankommen. Lebt die überhaupt noch? Okay. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Mal gucken, was jetzt abschmiert. Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Ja, genau da ist es abgeschmiert. Ah, cool. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Okay. Bin für festen Boden. Mein Vater hat nicht ganz unrecht. Fester Boden klingt im Moment ziemlich gut. Ja, ziemlich aber... Ziemlich gut. Ist nicht gut genug. Ja, Sir. Wir kommen raus! Das ist bloß das Problem mit der Maus noch. Mein Gott. Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7. Die neue Erde. Wenn wir Glück haben. Wie aufs Stichwort? Okay, jetzt gerade noch ein Versuch. Außerhalb des Streams. Ich habe jetzt auch mal den virtuellen Arbeitsspeicher komplett deaktiviert. Weil ich habe 32 GB RAM, also wozu brauche ich virtuellen Arbeitsspeicher auf irgendeiner Festplatte oder so? Also es kann vielleicht daran jetzt gelegen haben oder daran, dass jetzt kein OBS läuft. Ich habe keine Ahnung, ich sage jetzt doch mal, dass sie das Kommando hier hat. Sie ist der Captain, das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist gereicht. Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7. Die neue Erde. Wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Genau, emotional, logisch. Zwanglos, professionell. Ich will mehr logisch und professionell bleiben. Ja. Stimmt, der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich.
Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Also bis jetzt funktioniert's. Ich habe jetzt drei mögliche Theorien, weswegen es jetzt natürlich jetzt klappt. Erstens, weil wegen dem virtuellen Speicher nicht jetzt deaktiviert habe. Zweitens, weil jetzt kein Stream läuft, also dass jetzt hier nicht live ist. Das wird natürlich jetzt heißen, ne, wenn ich jetzt, wenn es jetzt ne, daran liegt, dass ich jetzt das nicht streamen kann und das ist halt eben eine reine Aufnahme, ist auch okay. Dann noch ein Versuch. Ich weiß nicht, wie viele Versuche es jetzt schon insgesamt gegeben hat. Mal gucken. Jetzt habe ich alle Gespräche übersprungen. Wenn ich bis bei dem Andromeda durchspielen, die wir, keine Ahnung, Minute pro Minute nur spielen können. Schwer zu sagen. Wir sind zwar verwandt, aber ich weiß trotzdem nicht, was in ihm vorgeht. Hauptsache, er weiß, was er tut. Es gibt hier keine Kavallerie, die uns retten kommt. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Okay. Sie sollten ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Am was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Okay, bis jetzt läuft's noch. Haben wir hier. Sieht aus, als hätte sich Dad durchhalten, Sarah. Was haben wir denn hier? Einführung. Als Mitglied des Pathfinder-Teams spielen Sie eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der Andromeda-Initiative, sich in der neuen Galaxie zu etablieren. Das Team muss sich zahlreichen Herausforderungen stellen. Status, Verifizierung goldener Welten, Aufklärung, Kategorisierung unbekannter Gebiete, Planeten und Himmelskörper, wissenschaftliche Analyse und Entdeckung neuer Phänomene, potenzieller Erstkontakt mit Fremdspezies, Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Einheimischen, allgemeine Unterstützung von Siedlungen und Außenposten. Jetzt will ich allerdings nicht. Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Oh. Auf jeden Fall hier noch nicht weitergehen. Der Glücksstein. Ihr Vater war auf der Erde Bergsteigen und er hat ihn vor dem Absturz bewahrt. So wie die Dinge im Moment laufen, brauchen wir alles Glück, das wir kriegen können. Das stimmt allerdings. Solange es bis jetzt läuft, ist alles gut. Ryder? Hey Fischer, wie geht's? Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass Ihr Vater und der Captain in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Das stimmt. Sie war von der Expedition nicht begeistert, aber mein Dad konnte sie überzeugen. Ich habe gehört, Sie fanden die Idee auch nicht so toll. Ihr Schiff, Ihre Entscheidung. Es erfordert Mut, sich gegen den Alten zu stellen, aber für mich untersteht das Pathfinder-Team dem Pathfinder. Außerdem ist Ihr Dad hier der N7. Er ist der beste Schütze. Ich gehe dahin, wo er hingeht. Okay, interessant, dass er ein N7 ist. Ruinieren Sie uns jetzt die Party? Tut mir leid. Ups. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Hier spricht der Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Ja, guck mal. Ihr könnt mal emotional gehen. Andere professionell. Logisch, genau. Schwer zu sagen. Die Sensoren kriegen keine klaren Werte von dem Planeten rein. Nun, dann bleibt die Sache zumindest interessant. Ja, es wäre doch schade, wenn das viele Training nicht zum Einsatz käme. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Keine Sensordaten. Ihr kriegt hier eine Musik. Bitteschön. Erledigt. Sehr schön. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam?
Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie sich, Ryder. Darf ich speichern? Ich darf immer noch nicht speichern. Ich hoffe, ich werde das Ding nicht brauchen. Man weiß nie. Gehen wir jetzt zu den Shuttles. Harper und Ryder zum Hangar. Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich die Folge machen soll, die erste. Wir haben Andromeda doch gescannt und alles war bestens. Wie konnten sich die Umstände so ändern? Ich würde trotzdem sagen, dass es erstmal hier das Ende der ersten Folge ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ist auch gut, hör auf zu reden. Ja, hoffen wir mal, dass das Spiel weitergeht. Und wir hören uns in der nächsten Folge dann auf jeden Fall hier wieder. Bis dahin. Cheerio.